So, da wären wir in unserem Vogelzimmer und ich möchte euch jetzt mal was zeigen, was ich besonders toll finde, was ich eigentlich schon seit Jahren habe, aber noch erweitert habe. Und zwar habe ich immer das Problem gehabt, dass meine Vögel, hallo Vanilla, dass meine Vögel Grünzeug haben sollten, aber die Pflanzen immer wieder ausgebuddelt haben. Und da habe ich mir diese Teile, also dieses hier, die habe ich mir gekauft, damals glaube ich bei Kick oder bei Erstlings Family, ich weiß es nicht genau. Und hier kann man es genauer sehen. Da ziehe ich die Pflanzen dann ran und da können sie die Erde nicht rausbuddeln und auch die Wurzeln bleiben erhalten. Und dann können sie halt nur das, was oben wächst, wo sie rankommen, auch essen. So, und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Dazu habe ich hier jetzt dieses Jahr was ganz Tolles Neues gefunden noch. Diese Behälter hier. Die sind von IKEA. Die kann man auch wunderbar benutzen. Man sieht schon, hier ist schon alles Mögliche dran abgefressen. Das versuche ich dann immer so ein bisschen raus zu pulen da, dass sie daran essen können. Und hier auch. Ja, dass sie genug Grünzeug haben. Und das Allerschönste, was ich jetzt neu habe. Aber erstmal zeige ich das hier noch. Hier kann man dann natürlich auch Sachen anpflanzen und wachsen lassen. Da nimmt man einfach nur das ab und dann können die alle schön daran essen. Also das ist wunderbar. Im Grunde genommen ganz einfach. Man kann auch noch andere Schädchen natürlich da reinstellen. Ich habe jetzt erstmal nur das. So, dann zeige ich mal was ganz Schönes. Und zwar das hier oben. Jetzt habe ich gerade eben wieder neue Pflanzen reingestellt. Die wachsen darin wunderbar und da das so ein Gitter ist, das zeige ich mal, da ist so ein Gitter im Käfig, da habe ich einfach einen Pflanzentopf unter Teller reingestellt. So kann man auch prima die Pflanzen gießen und die Vögel, die haben wirklich Spaß daran, die sind daran am Rumpicken. Also das ist richtig schön, das macht auch Freude, wenn man das sieht. Und wie gesagt, so bleiben die Wurzeln schön ganz und die Erde bleibt drin, ja, damit das auch weiter wächst und die Vögel ein bisschen Grünzeug haben.